In unserer Studie hat uns interessiert, wie beeinflusst Hungern unseren Stoffwechsel? Und wir haben hier einen Regulator gefunden, der offensichtlich dafür verantwortlich ist, dass sowohl Zucker als auch Fettstoffwechsel beim Hunger richtig bzw. dann beim Diabetes nicht mehr richtig reguliert wird. Wir denken, dass unser gefundenes Protein, dieser Regulator der Hungerantwort, das GUT45, so arbeitet, dass es in der Leber dafür sorgt, dass bestimmte Moleküle, die für das Hin- und Herschaufeln von Fetten in und aus der Leber verantwortlich sind, kontrolliert und im Falle von Diabetes, wo unser Protein fehlreguliert ist, insofern der Transport von Fetten in die Leber und aus der Leber heraus nicht mehr richtig funktioniert, sodass es zur Akkumulation, zur Ansammlung von Fetten kommt und insofern zur Leberverfettung. Wir wissen heute, dass man mit gezielten Hungerperioden, wir sprechen hier von Intervallhungern oder Intervallfasten, also zum Beispiel 2 Tage lang bewusst Kalorien reduzieren bzw. gar keine Nahrung zu sich nehmen, dann wieder eine Woche normal essen und dann wieder hungern, sehr positive Effekte erzielen kann, zum Beispiel auf Diabetes, auf Insulinresistenz, aber auch auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vielleicht sogar das Tumorrisiko senken kann. Wir denken, dass wir mit unserer Untersuchung jetzt den Grundstein gelegt haben, um die Modulation von dem GUT45-Protein auszunutzen für therapeutische Ansätze im Sinne einer Wiederherstellung einer gesunden Hungerantwort, zum Beispiel bei Diabetes und Übergewicht, und um damit dann wieder Verbesserungen von Stoffwechselregulationen bei diesen Zuständen und bei den entsprechenden Patienten zu erreichen.